Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tierlist im Patch 13.11. Wir starten wie immer mit der Top Lane. In diesem Patch haben wir mehrere Änderungen gehabt, ganz verschiedene Anpassungen von Champions, sei es von der Top bis zur Bot Lane, und wir haben Spitzenkaräter in gewissen Kategorien, und ich glaube, dieses Mal in diesem Patch war es noch nie so eindeutig, welche Champs gerade am OP-sten fürs Ranked sind. Auf der Top-Lane haben wir ganz klar den Garen. Ihn baut man relativ AD-lastig und sogar sehr Attack-Speed-lastig. Ihr wollt auf der Lane nur fighten, ihr wollt den Gegner komplett auseinander smashen, und wenn euch mal ein Squishy über den Haufen rennt, oder euch begegnet, so muss man es eher sagen, dann rennt ihr ihn straight up über einen Haufen. Also Garen ein super starker Champion, vor allem wenn ihr selber viel Play-Potential haben wollt. Dann ein Dr. Mundo, der einfach Full-Tank mit Hardsteel geht und dort im Late-Game auch viel Schaden macht, aber vor allem durch seine Tankiness glänzt. Malphite, wie wir schon im letzten Patch oder in dem letzten Tierlist-Video erwähnt haben, ist jetzt aufgestiegen, seine Kurve hat einfach ganz klar nach oben gezeigt, und wenn man ihn leicht AP-lastig baut, aber vor allem im Early verdammt tanky, dann könnt ihr mit dem Sheen-Item spätestens, wenn ihr dann wirklich zwei Items habt, Gegner richtig randalieren. Also ihr macht super viel Schaden als Tank, vor allem gegen Squishies, sie können euch nichts anhaben und ihr könnt sie mehr oder weniger rundownen. Also was ich in der letzten Zeit für Carry-Runden mit einem Malphite oder gegen einen Malphite hatte, war echt grausam. Wunderbar, wer diesen Champion auf der Toplane spielen will, hat hier einen super Pick. Vor allem mit der Ultimate könnt ihr ganze Teamfights entscheiden. Und wenn es besser läuft, dann stackt einfach AP rein, denn dann macht's wum wum und die Carries sind weg. Sonst haben wir noch Kayle, sie kann sich zurzeit super durchsetzen, ein relativ schwieriger Champion, baut man auf AD-lastigen Rageblade-Build und haut damit alle Tanks richtig weg. Also spätestens ein Dr. Mundo und ein Malphite müssen sich im Late-Game richtig Gedanken machen, was sie gegen diesen Champion tun. Um nochmal kurz alles einzuordnen. Diese vier Champions hier oben solltet ihr im Ranked unbedingt spielen, wenn sie möglich sind, denn sie sind Winrate-technisch so weit über den anderen Champions im A- und B-Tier und, glaube ich, eine super Mischung. Besser geht's zurzeit nicht, was man spielen kann. Vor allem sind alle relativ einfach und zum Carryen halt genial. Im A-Tier haben wir dann einen relativ starken Winrate-Drop, wobei da eigentlich nur zwei wichtige Champions drin sind. Das sind einmal der Mordekaiser, der zurzeit sehr am Aufsteigen ist, wird wahrscheinlich nächste Woche Richtung S-Tier gehen, und die Fiora, die diese Tanks jetzt richtig gut kleppen kann mit ihrem neuen Bild. Der einzige, der hier ein bisschen raussticht, ist vielleicht noch der Ornn, aber leider nur negativ, denn er fällt zurzeit extrem ab. Im B-Tier haben wir dann nur zwei Champions, die sehr schwer sind. Ihr seht schon, Yone und Irelia, aber diese beiden Champions sind auch gerade im Zurückkommen. Vor allem Irelia hat sich jetzt von dem fast letzten Platz Stück für Stück nach oben gearbeitet und kommt auf der Toplane immer besser zurecht. Also hier habt ihr wirklich super Tierlists-Potenzial, wo man einfach sagen kann, ich kann quer durch die Reihe gehen, immer wieder starke Champions auswählen, aber zurzeit ist einfach das S-Tier kompletter Boomer. Spielt diese Champions und ihr solltet kein Problem haben mit Carry. Im Jungle haben wir dann einen komplett bunten Mix. Eigentlich richtig geil für Leute, die einfach mal verschiedene Sachen spielen wollen. Oder es ist halt auch was für jeden dabei. Wir haben Nocturne an der Spitze, der sich minimal von Ivan und Jarvan absetzt und jetzt nochmal den Ivan überholt hat. Ivan war jetzt so die letzte Woche immer der absolute Top-Pick, aber Nocturne konnte ihn nochmal übertreffen und man baut diesen Champion Full Lethality. Dann Ivan, der einfach Tank AP geht und vor allem viel Supporter-Unterstützung aus dem Jungle bringt für alle Lanes. Wenn ihr Carries habt, zwei Hyper-Carries vielleicht, dann ist das die perfekte Variante. Vor allem, wenn ihr vielleicht einen AD oder einen normalen ADC in der Midlane habt, den man zurzeit immer wieder spielt, zum Beispiel einen Zamira oder so, dann ist natürlich Ivan ein Godlike Pick. Dann habt ihr noch den Jarvan, der auch wieder Full Lethality geht und richtig reinschmettert im Jungle, mehr Assassin-like gespielt wird, und danach Amumu und Rammus. Amumu baut man Tank-AP-lastig, wobei jetzt immer mehr Tank-lastig. Die AP-Variante kommt nicht mehr so zum Stechen wie vielleicht vor vier Patches, und dann kommt der Rammus, der massiv Full Tank geht. Diese Champions sind auch wieder im S-Tier wie auf der Top-Lane eigentlich genau gleich, so on top, dass man drunter eigentlich wenig braucht. Im A-Tier haben wir dann an sich eine Y, die sehr stark ist, Maokai, Zac und vor allem der Warwick sind extrem abgefallen, und ein neuer Champion sticht gerade richtig durch die Decke, und das ist Kindred. Kindred ist ein schwerer Jungler, aber mit den neuen verschiedenen Builds über Rageblade teilweise oder dem Trinity Force ist sie super super stark. Im Jungle hier Kindred von so weit unten, jetzt so weit nach oben geklimmt, und ich würde wetten, dass sie im nächsten Patch sogar nochmal weiter durch die Decke schießt. Also ich kann nur sagen, Kindred zurzeit einer der stärksten Picks im Jungle, sehr schwer, man muss sie unbedingt spielen können und gegen manche Kombos wird es nicht aufgehen, aber ihr könnt vor allem die Champions aus dem S-Tier richtig auseinandernehmen. Dafür müsst ihr aber halt badass clean performen.
Sonst haben wir noch ein paar Änderungen. Wir haben im unteren B-Tier, sehen wir zum ersten Mal seit langem wieder einen Vego, sehr stark. Einen Echo kann er auf der AP-Variante super krass carryen und eine Belveth mit einer Rek'Sai. Also das sind alles Champions, die endlich mal wieder weiter nach oben kommen und einen kleinen Push kriegen und diese Tanks und weitere Champions vertreiben. Wer richtig sackt und absteigt, was ein bisschen schade ist, ist der Marcier. Ich dachte, dass er mit diesen neuen Builds und dem Rage Split viel mehr reincarried, aber ist gar nicht der Fall. Im Vergleich zu einer Kindred ist Marcier einfach Müll. Deswegen bleibt lieber bei einer Kindred und scheiß auf den Marcier, damit solltet ihr ohne Probleme carryen können. Das war es soweit aber erstmal zum Jungle. In der Midlane wird's richtig wild. Dort sticht Anivia massiv durch die Decke. Winrate-technisch kompletter Boomer, ist massiv gut und jetzt darf man das A-Tier eben nicht unterschätzen, weil das A-Tier, wir haben ja immer die Differenz. Wenn ein Champion im S-Tier so massiv gut ist, dann raten wir halt das A-Tier ein Stück weiter runter. Diesmal ist aber so, dass das A-Tier mehr das S-Tier ist und das S-Tier oder hier das S-Plus-Tier bei uns das Plus-Plus-Tier. Also Anivia super strong zurzeit, hat einen Winrate-Boost mit dem letzten Patch bekommen, woher auch immer. So groß wurde es ja nicht angepasst und die Items wurden jetzt auch nicht riesig verändert, aber Low Elo technisch, kranker Carry. Dann haben wir im A-Tier eigentlich die ganze Reihe, bis Aurelion Sol, ein S-Tier, was richtig hart reincarried. Fizz an der Spitze, okay, wundert mich ein bisschen, ist aber natürlich ein super Assassin, starker Konter. Malzahar hatten wir letzte Woche, Annie hatten wir letzte Woche, die Control Mages, Aurelion Sol und Syndra, wobei Aurelion Sol super krank ins Late scaled, also immer noch einer der besten Champions. Die Winrate im Late Game, könnt ihr euch gerne mal die Graphen anschauen, schießt im Late Game durch die Decke. Also das ist krass, wie sich Aurelion Sol vom Early bis zum Late Game von dem Winrate Graph her verändert. Was dafür Konstanten zusammenkommen. Leco Mio. Also das ist brutal, deswegen dieser Champion immer noch super gefährlich und ein Pantheon, der einfach ein großer Counter zu all diesen Champions ist. Vielleicht nicht direkt zum Fizz, aber ein Malzahar, eine Annie, eine Syndra und auch ein Aurelion Sol klatscht die eigentlich straight up weg. Dann im unteren A-Tier haben wir dann normale Champions, die solide sind. Vor allem gefährlich ist da ganz hinten der Viktor. Das ist ein Champion, uff, der schon richtig reinschwitzt. Und im B-Tier haben wir dann eigentlich vor allem in der oberen Reihe so ein kleines A-Tier, vor allem Winrate-technisch. Und da haben wir Echo und Vex. Echo und Vex sind zwei super krasse AP-Carries. Und auf der AD-Variante könnt ihr dann swappen. Schaut in die untere Reihe rein. Dort haben wir Talon, Irelia, Akshan, wir haben Zed und wir haben Yasuo. Ein Akshan eignet sich zum Beispiel super mit einem Ivan kombiniert, wenn ihr gerade im Duo-Team seid, dass ihr dann Jungle und Midlane besetzt. Also das ist eine super Kombo. Oder auch ein Irelia, ein Yasuo, ein Zed, alles Carries. Also ihr könnt hier in die Assassin-Variante gehen, in die Carry-Variante, indem ihr einfach ja, Bruiser bis teilweise Fighter pickt. Also da könnt ihr euch komplett frei bewegen. Midlane zurzeit auch ein wunderbares Pflaster. Wir sind auf der letzten Lane angekommen, nämlich der Botlane. Und dort schauen wir uns als erstes die ADCs an. Auf der Botlane können wir eigentlich direkt wieder aufhören, weil das Einzige, was ihr spielen müsst, ist Kog'Maw. Kog'Maw mit Lulu oder Milio und eine Lila mit Soraka. Miss Fortune ist zurzeit ganz gut mit ihrem Ghostblade oder auch Duskblade. Also das ist relativ egal. Ihr könnt Yumus bauen oder halt Duskblade. Das sind beides Items, die sie super unterstützen. Miss Fortune auf der Lethality-Variante, Nila auf der Full-Crit-Variante und Kog'Maw auf der Rageblade-Variante. Diese drei Champions carryen alles solo und mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr. Wenn ihr dann den schwachen Pick dazu nehmen wollt, dann nehmt auf jeden Fall den Chin in Twitch, sind zurzeit besser. Twitch mehr AP-lastig, Chin komplett Crit und Movement-Speed-lastig, richtig geil. Und auch Sari ist nicht schlecht dabei. Wobei Sari halt einfach zurzeit mit der Titanic Hydra Rageblade-Variante nicht so glänzen kann. Trinity Force eventuell statt mal dem Rageblade. Das sind alles Items, die echt gut sind, aber sie noch nicht durch die Decke schießen lassen. Ein Kog'Maw mit Emilio oder ein Kog'Maw mit Nalulu ist hingegen eine absolut disgusting Combo. Selber schon gespielt. Selber ausprobiert, nichts von dieser Combo gehalten und danach nur noch gespielt, weil sie komplett brutal ist. Den einzigen Konter, den ich da sehe, ist Nami Lucian gegen Kog'Maw Milio zum Beispiel, weil ihr wirklich den Kog'Maw im Early so auseinanderbumsen könnt, dass er nichts mehr tun kann. Das wäre aber das Einzige, was ihr hier machen könnt. B-Tier an sich, nur Winrate-technisch, Champions, die dann noch reinfallen, aber relativ schwach sind, der Rest ist einfach irrelevant. Der Rest hängt bei 48% und drunter rum. Ich meine, den Champion, der mit 44% rumrennt und Kalista heißt, der ist halt nicht relevant. Klar, wenn ihr ihn super gut ausspielen könnt, ja, aber für eine Tierlist, wo ihr die besten Champions in der Low-Elo spielen wollt und damit Ranks gewinnen wollt, weiß ich nicht. Dann nehme ich nicht einen schwachen Pick und sage, in einem gewissen Fall ist er stark. Deswegen sind hier viele Champions nicht mehr drin, lasst euch aber nicht verwundern, aber ganz klar hier auch wieder, dieser Patch ist so eindeutig wie noch nie, pickt das S-Tier und ihr habt so einen massiven Vorteil im Vergleich zu anderen Spielern.
Auch die Supporter auf der Botlane unserer letzten Lane haben hier kein anderes Schicksal. Rell wurde verändert, Rell ist massiv durch die Decke geschossen, absolutes S-Plus-Tier. Milio gleich hinterher, weil Kog'Maw und alle Range-Champions super strong sind. Milio inzwischen ein Supporter, der nicht mehr wegzudenken ist. Auch im Pro-Play schießt er immer mehr durch die Decke. Diese beiden Champions sind absolutes Ace. Wenn ihr die beiden pickt, ich schwör's euch, eure Rank-Games werden so viel leichter. Rell ist absolute CC- und Tankmaschine. Brutal und Milio ist so ein guter Unterstützer, der so viel Schaden ermöglicht. Selbst mit einem Chin kann man Milio spielen und ihr könnt auf Range so viel Schaden machen. Dann haben wir Sona, die ich immer noch nicht verstehe, weil sie zurzeit einfach, ich sehe sie null, sie ist für mich nie präsent, aber sie ist Winrate-technisch seit gefühlt 10 Patches. Ich glaube, letztes Mal habe ich nachgeschaut, 9 Patches am Stück, immer im S-Tier gewesen und ohne Probleme hält sie sich da oben. Also auch ein starker Support, der vielleicht einfach echt underrated wird. Dann haben wir Amumu, der Full AP geht, auf der Support-Position Full AP, im Jungle Tank-lastig, also im Jungle geht ihr viel mehr auf die Tank-Variante, auf der Botlane als Support dann viel mehr die AP-Variante und Chenna, die ganz viele von diesen Champions denied. Chenna kann hier glänzen, weil ein Rell-Engage könnt ihr easy abwehren, ein Amumu-Engage könnt ihr abwehren und gegen eine Sona und ein Milio könnt ihr super mithalten. Im A-Tier haben wir dann einen komplett bunten Mix. Soraka immer noch relativ weit oben, weil natürlich die Nila immer noch sehr, sehr präsent ist. Hinten haben wir auch eine Nami für den Lucian und ganz vorne haben wir den Solo-Carry Xerath, wenn ihr mit dem wirklich reinschwitzen wollt. Sonst haben wir im A-Tier noch Nautilus, Yuumi, die relativ strong sind. Eine Senna, die auch wieder besser dasteht, aber nicht ultra präsent ist. Aber wenn ihr mehr so dieser ADC-Spieler seid, der jetzt mal auf die Support-Position wechselt, vielleicht der perfekte Champion für euch. Und ein einziger, vielleicht kleiner Pocket-Pick ist zurzeit der Bart. Bart auf einer fast AP-Variante ist zurzeit sehr brutal, was Damage angeht. Könnt ihr mal ausprobieren, eventuell taugt er euch, das wäre vielleicht so ein kleiner Pocket-Pick. Sonst war es das aber erstmal zu der Botlane. Das war's dann auch wieder mit unserer Tierlist. Wenn sie euch gefallen hat, unbedingt Daumen hoch, abonniert gerne für weitere Tierlisten und weiteren Content und schreibt uns gerne in die Kommentare, welcher Champ für euch zurzeit absolut disgusting ist. Bei mir ist es wie gesagt Kog'Maw, gegen den ich richtig Aids bekomme. Sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß im Ranked und Hashtag StayUntiltable.